Ja, hallo liebe Zuschauer, hier ist mal wieder ein Video vom Waldmeister. Ich habe in der letzten Zeit das eine oder andere Video in YouTube gesehen und unter anderem ging es da um den Sojafilter. Das hat Saki vor einer ganzen Zeit mal gebracht, wie man den, wenn er mal gebraucht war, wie man ihn am besten aufbewahrt und wie man ihn trocknet. Und Benjamin hat dazu auch mal ein Video gemacht, jetzt gerade kürzlich, nur er war dann mit der Trocknung nicht ganz zufrieden. Und da dachte ich, jetzt wäre es an der Zeit, dass ich euch mal zeige, wie ich das mache. Ich habe hier einen Sojafilter, ganz normal, kennt ihr. Und nachdem der gut ausgeschüttelt worden ist, so wie das der Saki vorgeführt hat, wenn er mal nass war, nehme ich den Filter ganz einfach, mache die Kappen weg und hänge den hier, hänge den hier einfach an eine ganz simple Aquariumpumpe dran, schalte die ein und jetzt läuft hier der Luftstrom hier durch und hier, wenn ich die Hand hinhalte, oder ich habe ja auch, das ist ein Feuerzeug, das seht ihr, da bläst jetzt der Wind da durch, die Luft da durch, hier kommt die Luft raus, man merkt es deutlich, wenn ich hier beim Feuerzeug hingehe, ihr seht es, nach, ich schätze mal, 2-3 Stunden ist der Brot trocken. Das kann man mit so einem Sojafilter machen und ich mache das aber nicht nur mit so einem Sojafilter, sondern das wollte ich euch bei der Gelegenheit auch noch gleich zeigen. Wenn ihr unterwegs seid und habt so eine Campingdusche, ich habe das immer dabei, Füße waschen drunter, sonst was, und ihr kommt dann nach dem Urlaub wieder, dann sieht die in der Regel so aus. Also hinten ist die platschnass. Und die kann man definitiv eigentlich so nicht trocknen. Und ich mache das dann ganz einfach, selbe Prinzip. Oben wird aufgemacht und jetzt nehme ich einfach von so einer normalen Flasche, es ist genormt, nehmt ihr euch hier den Deckel und der hat Riffeln drin und das ist genau richtig. Die Riffeln, den drückt ihr hier rein, den Deckel, dass der sozusagen hier drin sitzt. Jetzt schließt der aber nicht dicht, sondern durch diese Riffeln lässt er die Luft durch. Und jetzt schließe ich ganz einfach hier diesen Schlauch hier dran und lasse dann die Luft da reinpumpen. Das passiert jetzt. Das dauert jetzt einen Moment. Ich komme gleich wieder, wenn es voll ist. Ja, jetzt könnt ihr schon sehen, etwa eine Minute rum, Wasser, sagt ihr schon, merklich mit Luft gefüllt. So, jetzt sind es vielleicht 2 Minuten rum. Der Sack hat sich jetzt von alleine gefüllt. Ihr könnt es natürlich jetzt nicht merken und sehen, aber wenn ich hier vorne an diesem, Ausgang dahin gehe, mit diesem Deckel drin, dann merkt man ganz deutlich, wie hier die Luft durchbläst. Das heißt, es hat gerade den richtigen Gegendruck, um den Sack zu füllen, so ein Flaschendeckel. Und andererseits, ihr könnt es vielleicht hier am Wasser sehen, der wird jetzt komplett durchströmt mit Luft und nach ein paar Stunden ist der trocken und ihr könnt ihn wieder einpacken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Wie immer, hinter der Kamera meine Tochter, die Finja, und euch wünsche ich noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Tschüss.